So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen überbelichteten Video. Ja, perfekto. ja, das ist das erste Video, was so richtig nach meiner Pause kommt. Und das ist gleich mal wieder so ein Unboxing hier. Unboxing. Das ist, Leute, wir machen es jetzt mal so. Wir machen jetzt erstmal ein Intro und dann sage ich euch mal den Hintergrund zu diesem Paket hier. Let's go. Ja, so, wir haben uns hier wieder... Haben wir überhaupt schon mal ein Video gemacht, Leute? Ich weiß es nicht, bin mir gerade gar nicht sicher. Auf einem heimlichen Balkon, den ihr überhaupt nicht mehr lange genießen dürft. Wir werden bald umziehen, das ist tragisch. Ich hoffe, ihr vermisst die Aussicht dann genauso. Nee, so, jetzt aufhören mit Abschweifen. Gut. Katze scheint auch begeistert zu sein. So, nee, auf jeden Fall haben wir hier ein Paket von Röder. Das ist sehr mystisch. Story dazu. Ich mache das jetzt mal auf, während ich erzähle. Hoffentlich, das geht. Ich habe einfach vor 2 Tagen meine Mails gecheckt. Und da war in meinen Mails einfach so eine Versandbestätigung von Röder. Da dachte ich mir, hä? Wie Versand? Ich habe doch gar nichts bestellt, außer schon ein paar Sachen für Silvester. Und habe dann so meine gute Vertrauensperson von Röder angeschrieben. Hab gefragt, was ist hier los und warum geht hier die Tür zu? Na, alles ganz mystisch. Hab gefragt, Leute, ich habe doch gar nichts bestellt, warum, was ist hier los? Dann habe ich nur gesagt bekommen, lass dich doch einfach mal überraschen. Jetzt hat mir Röder einfach so ein Paket geschickt aus dem Nix. Das ist auf jeden Fall sehr mystisch. Das ist eine ganz große Unboxing-Experience mit euch, weil ich nicht weiß, was hier drin ist und das wird ein bisschen cringe, I guess, zu kommentieren. Aber egal. Wie ihr seht, es wird sich auf jeden Fall, denke ich mal, um Jugendfeuerwerk bzw. Ganzjahresfeuerwerk handeln. Was anderes macht ja auch keinen Sinn. Ne? Vielleicht hat auch Röder was Neues, was noch keiner kennt. Man weiß es ja nicht, Leute. Ihr wisst, es ist Corona-Time. Und vielleicht versuchen die mir gerade so ein bisschen die Zeit zu versüßen. Leute, ich bin echt auf jeden Fall gespannt. Holy shit. Wait. Ich setze euch mal... Ne, mir ist auf jeden Fall gerade mega heiß. Ich muss mal kurz eben meine Jacke ausziehen. So. Okay. Also, wie es aussieht, persönlich. Uff. Okay, Leute, dann geht euch das wahrscheinlich nichts an. ganz kurzer Einschieber, Leute. Das ist zwar persönlich, aber es hat auch was richtig Krasses für euch. Ich habe hier gerade den Brief gelesen und ja, also es hat sich herausgestellt, dass das halt ein Dankeschön von Röder ist an mich. Und nicht nur an mich, sondern es ist auch ein Dankeschön an euch, wie ihr hier lesen könnt. Ja? In meiner Videobeschreibung habt ihr, ich sage jetzt mal, diesen Affiliate-Link, über den ihr kaufen könnt. Da bezahlt ihr aber jetzt nicht mehr. Ich bekomme halt nur eine kleine Provision, was ihr aber nicht machen müsst. Das ist jetzt kein Zwang. Ihr könnt auch normal über Röder bestellen. Würdet mich aber unterstützen. Aber Röder hat euch einfach hier so einen 5% Rabatt geklärt. Übernice. Ist allerdings bestellt, begrenzt auf 20 Bestellungen. Das heißt, die ersten 20 Leute, die diesen Code hier verwenden, der steht auch nochmal in der Videobeschreibung, denke ich mal. Genau, habe ich da auch nochmal in die Videobeschreibung geschrieben. Ja, mit diesem Code könnt ihr einfach 5% auf eure Ganzjahresbestellung sparen. Ist doch übernice. Also Röder, das ist ein extra Kuss von Röder. Nee, also wenn ihr was bestellen wollt, Leute, sorry, zu dunkel. Wenn ihr was bestellen wollt, dann klickt einfach auf meinen Link und benutzt diesen Code. Am Checkout müsstet ihr den, glaube ich, eingeben. Dann spart ihr einfach nochmal 5% auf eure Bestellung. Das ist gar nicht so schlecht. Alter. Ja, Leute, in dem Sinne, die ersten 20, gönnt euch. Nee, also wie ihr seht, wow, Alter. Wie ich schon dachte, ist hier wirklich Jugendfeuerwerk. Das ist ja mega edel. Vor allem, das geht alles auf Röders Nacken. Das ist übelst lieb. Alter, naja, nicht lang fackeln. Was? Yo! Wie geil! Also, wow! Röder schickt mir erstmal übernice Merch zu. Also, Merch, also, das ist hier von Röder so ein, ich glaube, ein Schreibblock ist das, müsste das sein. Ich bin mir gerade aber gar nicht so sicher. Lasst mich dafür nicht. Ja, ich glaube, das ist so ein Schreibblock. So, wie nennt man das, Leute? Hundegebelle, okay.
mitten im Ghetto. Und Crack, ich bin gerade wirklich überrascht, krass und... Oha, Maschallah. Okay, das freut mich wirklich. Farbe Blau zu Silber. Oha! Oha! Wir haben ja einfach die neuen Bengalfeuer von Argento. Sieht richtig interessant aus. Lustiger Funfact, die habe ich mir, glaube ich, auch für Silvester bestellt. Ganz, ganz interessanter Artikel. Da freue ich mich auf jeden Fall. Überhaupt, Leute, ich hoffe, ihr seid nicht allzu genervt von meiner Kameraführung. Ich hatte meine Kamera ewig nicht in der Hand. Ich kann damit kaum umgehen. Das ist... Ey, Brüder, was ist mit euch? Seid ihr irgendwie total süß? Naja, haben wir hier auf jeden Fall Zaubersterne von Nico. Sollte ja jeder kennen, wa? Nicer Artikel für Geburtstage und so Shit. Dann hier noch ein Argento Bengalo. Wow, Maschallah. Wait, also Leute, da brauche ich mir erstmal. Muss ich erstmal einen Berater holen? Gib doch mal ein Statement, hm? Na gut. Okay, Leute, es gibt also kein Statement von der Katze. Es tut mir jetzt leid. Nee, wir machen mal die Unboxing Experience weiter. Das hatten wir gerade schon. Genau. Also hier das Bengalo SF. 1 Grün von Argento. Ich glaube, die waren relativ gut. Ich hatte da schon mal Videos gesehen von Kollegen von mir, glaube ich. Shoutouts gehen raus an Salut Power, wenn das richtig war. Oh, das Band nervt mich hier. Tut mir leid, Leute. Auch ein geiler Röder-Artikel. Die Knatterpeitsche, die durfte ich schon mal testen. Die hatte ich auch schon mal oft, glaube ich. Die sind echt gut. Leute, ich hatte echt lange kein Feuerwerk mit der Hand. Das ist so krass. Hier sowieso. Leute, wer diesen Artikel noch nicht gezündet hat, lost. Einfach lost. So ein wahnsinnig geiler Artikel. Der Schokolino von Röder ist einfach, wenn ihr noch den Schocker von Weco kennt, genau dasselbe in F1. Krank, einfach nur krank. Der ist so wahnsinnig laut und hat so viel Power. Oh, müsst ihr euch auf jeden Fall mal zulegen. Hier auch ein lustiger Artikel, kam letztes Jahr auf den Markt. Hier die Babykacke. Das ist einfach nur krank. Das ist wie so eine Fontäne, die einfach... Also es ist keine richtige Fontäne, es ist eher so ein Scherzartikel, sage ich mal. Das gab es in den USA schon öfter auf jeden Fall. Ich kann das kaum erklären. Aus dem Arsch von dem Kind kommt da so eine... Ja, das... Ich kann das nicht erklären. Ach Leute, ist ja egal. Ich bin viel zu aufgeregt gerade. Dann haben wir einen Smoke von Xplode, auch in grün. Sehr grün angelegt. Röder, was ist denn da los? Grün, neue Lieblingsfarbe. Ich glaube, die waren oder sind auch relativ neu. Waren, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Vielleicht kommen da ja Tests, man munkelt dann. Weil wenn ich jetzt die Verfügung habe, das zu machen, dann ist das natürlich umso besser. Und dann, was ist denn das hier? Party Gun? Das ist ja mega geil, das habe ich ja noch nie gesehen. Xplode. Ah. Party Poppers, wait, kann man die wirklich so abschießen wie eine Pistole? Yes, man kann. Uff, wait, Leute. Das ist Entertainment, das Level muss natürlich hochgehalten werden. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Und sie? Hui! Das kam aber nicht raus. Und die Katze hat gar nicht gejuckt. Entertainment-Faktor. Ey, das ist aber ein lustiger Artikel, das habe ich ja noch nie gesehen. Ihr könnt mir, seit wann gibt es denn sowas auf dem Markt? Ist ja ultra geil. Ist ja viel geiler als ein normaler Party-Popper so. Wow, krass. Und dann haben wir hier zu guter Letzt... Wie mache ich denn das hier wieder auf, Leute? Das ist ja wieder... Moment, hier. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Da scheint auch eine Nachricht drin zu sein, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee. Verzeiht mir auch, dass es hier so ein bisschen chaosmäßig aussieht. Wir sind gerade mehr oder weniger im Umzug und ja, so ist es halt. Oha, Bruder, was ist denn los? So, also wie ich mir schon gedacht habe, nice, oh mein Gott, nein. Leute, da habe ich es vorhin noch gesagt, it's Corona time. Und Röder verschickt gerade so Masken. Ich weiß nicht, ob die Aktion noch geht, aber bei jeder Bestellung, die ihr gemacht habt, hat man so eine Maske dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, wenn das Video online kommt. Übernice auf jeden Fall. Jetzt kann ich hier in Chemnitz mit einer Röder-Maske flexen. Stimmt's? Hm? Kein Statement. So, und dann haben wir hier noch richtig nice Aufkleber. Warte mal, das muss drücken. Die sind neu. Oha. Die kenne ich nicht. Ich kenne nur diese Make Sylvester Great Again. Den hatte ich auch noch nicht. Auch geil. Alter. Wait, was ist das? Ah, es gibt sogar Leute, ey. Es gibt sogar, falls ihr nicht wisst, wie der
Schutzmaske zu tragen ist. Ihr wisst so Bescheid. Und das ist ein unregelmäßiger. Ja, genau. Was hier drin ist, Leute, das müsst ihr natürlich wissen. Ja? Ja, für alle. Also, das ist ja hier für 18-Jährige. Ne? Ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier noch einen übernicen Kuli. I guess. Wait. Ist das. Okay. Leute. Wieso? Ach, da ist. Hä? Wait. Leute, ich bin gerade safe zu dumm, um zu wissen, was das ist. Wer das weiß, kann mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Wait. Es ist doch ein Kugelschreiber. Ich bin doch nicht dumm. Leute, was ist das? Hilfe! Vielleicht mache ich mal einen Cut und versuch's mal rauszufinden. Naja. Das mache ich jetzt auch. Okay, das hat sich dann ganz schnell geklärt. Es ist ein Kugelschreiber auf jeden Fall, wie ihr seht. Man kann hier vorne die Spitze rausdrehen. Und hier hinten ist, glaube ich, noch ein Licht, aber da muss man noch Batterien reinmachen. Ganz, ganz lost. Naja. Also an dieser Stelle ist das Unboxing auch schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, ob das Video für euch sehr komisch war. Wenn ja, tut es mir leid. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten, Leute. Auf jeden Fall riesiges Hauptsache ihr habt Bumm. Riesiges Dankeschön an Röder. Einfach aus dem Nix. Also das ist so nett. Ich verlinke euch natürlich alles unten, falls ihr auch noch ein bisschen Jugendfeuerwerk kaufen wollt für jetzt, um die Corona-Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Ich denke mal, das wäre das Beste. Und ja, sonst, ihr wisst, bestellt wird auch mal zu Silvester, Leute. Ich habe direkt das mal versprochen. Ja, und ich denke mal, die Abschlussworte gehen dann an Kitty. Ja, das war's. Nee, Leute, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund. Tragt euren verdammten Mundschutz. Ja? Auch wenn es scheiße ist, wir wissen das, aber wir schaffen das gemeinsam. Und ja, Leute, ey. Und vor allem Röder, vielen lieben Dank für die Sachen. Und gehabt euch wohl. Haut rein. Und bald kommen wieder mehr Videos. Bis dahin und tschüss.